Hallo und herzlich willkommen bei White Finger, ein Indie-Game, das nicht mal ein Menü hat. Es sieht auch gar nicht mal so toll aus irgendwie. Es ist alles schön verpixelt. Wir haben einen Schatten und so wie es aussieht, hat dieser Schatten einen Pony. Das heißt, wir könnten eine Frau sein. Das heißt, wir sind im Körper einer Frau. Ich war schon lange nicht mehr im Körper einer Frau. Ich glaube, dass dieses Gefühl gar nicht mal so schlecht sein soll. Ihr wisst ja, ich bin ein Gamer, ich dusche mich nie und so, habe noch nie eine Frau gesehen, das wissen wir ja alles, es stimmt ja alles, ja. Und dann schauen wir uns das jetzt hier mal an, was das hier überhaupt ist. Ja, soll aber ein schönes Gefühl sein, im Körper einer Frau zu sein, aber ich habe nie eine gesehen, ich weiß es nicht. Okay, wir haben zwar einen Schatten, aber wir sehen unsere eigenen Füße mal nicht. Okay, was ist das hier? Soll man das hier lesen können, oder? Ne, ich glaube nicht. Okay. Das Einzige, wovor ich jetzt Angst habe, ist die Grafik. Ja. Vor der Grafik habe ich Angst, aber nicht vom Spiel. Sollen wir hier nach links oder sollen wir mal nach rechts? Gehen wir mal nach rechts her. So, ich weiß auch gar nicht. Ah! Holy fucking shit! Wo ist er? Scheiße, ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr. Aber geiler Sound. Hoppala. Ja, damit war es schon. Holy shit! Was zum Teufel war das? Habt ihr den Party-Sound hier gehört? Was ist da los? War das ein Techno-Killer oder was? Boah, meine Fresse. Jetzt gucken wir mal, ob der wieder da steht. Was ist denn das für ein freaky Sound, Mann? Du kommst der Schiss. Okay, warte mal, der war davor hier ums Eck. Ist jetzt wieder da? Nee, er ist nicht da. Holy shit, was zum Teufel war das? Das war ein roter Superman oder was war das, Mann? Ein roter Dildo. Okay, hier ist mal gar nichts. Heilige Scheiße, aber der hat mich erwischt, Mann. Nein! Ah! Scheiße! Hau ab, Mann, du Wichser! Aber gleichzeitig muss ich irgendwie mitshaken hier. Scheiße, ich bin zu langsam. Wo laufe ich denn hier überhaupt hin? Da ist eine Tür. Mach die scheiß Tür auf. Die geht nicht auf. Die Tür ist locked. Okay, alles klar. Ah, ich bin tot. Aber man kann dazu noch abshaken irgendwie. Okay. Man sieht wohl vielleicht, dass ich komplett scheiße bin bei diesem Spiel. Ich hab's nicht drauf. Nee, ich kann das nicht. Tut mir leid. Ich bin generell ziemlich schlecht in solchen Horrorspielen. Jetzt gehen wir mal hier nach links. So, schauen wir uns mal das hier ein bisschen an, du. Okay. Solange dieser Typ da nicht wieder auftaucht oder keine Ahnung, was das ist hier. Ich nehme meine Taschenlampe atmen. Ah, da. Ah, Schlüssel. You have the key. Make your escape. Okay, ich weiß, wo die Tür war, Leute. Ich weiß, wo die Tür war zum Abhauen. Ich weiß es. Ich hoffe nur, ich komme da wieder hin. Ich weiß, wo das ist, weil da stand dann da, dass ich einen Schlüssel brauche. Ich muss da rüber. Ich hoffe, ich komme da auch rüber. Dass ich hier nicht wieder penetriert werde, du. Wo ist er denn? Okay, er ist nicht da. Jetzt muss ich hier in diese Halle. Warte mal, war der hier? Nee. Alter, wie komme ich jetzt in die Halle, Mann? Jetzt weiß ich, Mann, jetzt habe ich hier die Orientierung verloren. Scheiße, Mann, ich habe die Orientierung verloren. Fuck. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Nee, hier bin ich... Mann! Ich bin langsam, glaube ich, wirklich schlimmer als eine Frau. Frauen haben eine bessere Orientierung als ich, Mann. Ja, hier. Okay, das Spiel beendet sich einfach sofort. Und man landet auf dem Desktop. Also, ja, das war's schon. Eine kurze Aufnahme von diesem Game. Aber ich fand's lustiger mit dem Techno-Sound. das Party-Sound, Party-Kommando, Todeskommando, keine Ahnung, wie man das nennen soll, aber es ist mal lustig, Leute. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Horror-Game. Tschüss.